Das macht die, da kommen die unheimlich gut. Okay. Also wir fangen jetzt an. Stadtgespräch. Wie weit sieht es aus mit dem Stadtgespräch? Das ist okay. Wir haben noch ein paar Fotoaufnahmen laufen. Dann laufen wir haben gestern eingekauft zum Thema. Es ist 9 Uhr morgens. Beim gemeinsamen Frühstück werden die anstehenden Projekte besprochen. Die Atmosphäre ist locker und es darf auch mal gelacht werden. Das achtköpfige Team der Agentur Schiller und Schiller hat überhaupt gemeinsam viel Spaß. Ihre Unternehmensphilosophie kann Johanna Schiller daher auch einfach auf einen Nenner bringen. Menschlichkeit, ganz einfach Menschlichkeit. Ich glaube, dass wir das, was wir erreichen konnten, dadurch erreicht haben, dass wir A, viel Glück hatten, dass wir B, fröhlich waren und dass die Menschlichkeit immer vordergründig war. Eine feste Organisationsstruktur wurde nie benötigt. Es funktioniert auch anders und sogar besser. Johanna Schiller setzt auf die Eigenverantwortlichkeit ihrer Mitarbeiterinnen. So kommt die nötige Kreativität des Teams am besten zur Geltung. Für erfolgreiche Kampagnen im Printbereich, in der Außenwerbung, aber auch für Kino und Fernsehen. Vor kurzem entwarf die Agentur zusammen mit dem Regisseur Sönke Wortmann 5 Kinospots für den größten Hersteller von Automatenspielgeräten, vom Storyboard zum fertigen Film. Ich orientiere mich an den großen Agenturen in Deutschland, an den internationalen, mit denen wir ja auch pitchen müssen, aber ohne die Individualität aus dem Auge zu halten. Also ich möchte versuchen, auch noch den kleinen Vorsprung, den wir als kleine Agentur haben, voll auszuschöpfen und zu sagen, okay, wir sind individuell, aber unser Anspruch gleicht sich den großen an. Johanna Schiller ist zwar in ihre Selbstständigkeit eher reingerutscht als selbst gesprungen, doch hat sie sich schon etabliert und einen Namen machen können. Und das, obwohl die Agentur fernab vom großen Rummel im kleinen Neustadt liegt.